Von Weitem ist das laute Hämmern zu hören. Aus großen Marmorblöcken werden die Buddha-Figuren gemeißelt. Gesicht Buddhas zu schaffen, ist aber allein den Meistern dieser Kunst vorbehalten. Nur sie dürfen die Figur vollenden. Junge Mädchen und Frauen erledigen die Feinarbeiten, wie das Schleifen der Figuren. Wir fragen uns, wie diese tonnenschweren Figuren bewegt werden. Die myanmarische Zigarre, deren milde und aromatischer Rauch von Männern und Frauen gleichermaßen geschätzt wird, wird hier in Rekordzeit hergestellt. Diese Ogebon, besonders auf den Bergen, na, gibt es viele Plantagen dafür. Na, die wachsen so hoch, na, wie hoch wie die Menschen. Diese Bäume heißen Bodhi-Meister. Das Tanabe-Blatt muss weich und geschmeidig sein. Dann lässt es sich mit einer Mischung aus Tabak, Tamarinde, Zuckerrohr und getrockneter Banane gefüllt zu einer perfekten Chirut drehen. In den frühen Morgenstunden haben sie angefangen. Bis zum Abend wird jede von ihnen rund 800 Zigarren gerollt haben. Manche sogar mehr. Diese Spezialität dürfen nur Frauen herstellen. Zu kleinen Bündeln gebunden sind sie fertig für den Verkauf. Gut. Die Silberschmiedekunst. Die Geschichte dieses Handwerks reicht in Saganin bis in das 13. Jahrhundert zurück. Die Motive,
Historische Figuren und Ereignisse, die die Männer aus den Formen treiben, sind über Jahrhunderte gleich geblieben. Meist handelt es sich um die Darstellung kriegerischer Auseinandersetzungen aus längst vergangener Zeit oder anderen Geschehnissen aus der Nahtgeschichte. Außerhalb von Yangon wird das meiste Blattgold hergestellt. Maschinell gefertigte Goldplättchen mit reißfestem Bambuspapier als Zwischenlage werden 7 Stunden lang mit einem Vorschlaghammer bearbeitet. Eine Wasseruhr zeigt die Intervalle an. Blattgold wird von Tempelbesuchern gerne gekauft. Seit über 200 Jahren ehren sie den Erleuchteten mit Blattgold. Im Schatten der Bambushütten werden in reiner Handarbeit die Gefäße geformt. Nach den Vorstellungen der Frau erhält jedes Gefäß sein eigenes individuelles Muster. Die vorbereiteten Rohlinge werden in Erdhaufen zu fertigen Töpfen gebrannt. Bauern beim Pressen von Erdnussöl. Gefährlich ist das Sammeln vom Saft aus abgeschnittenen Blütenenden der Pamira-Palme, der anschließend zu Palmschnaps vergoren und destilliert wird. Thank you.
Die Herstellung von Lackarbeiten. In der Lackfabrikation werden Gefäße und Kleinmöbel beschichtet. Auf einem Geflecht aus Bambus- oder Bambus-Rosshaargemisch wird eine Grundschicht Lack aufgetragen. Nach der Trocknung, die 3 bis 4 Tage dauert, wird das Gefäß mit Lack und Asche bestrichen. Ist der Kitt getrocknet, wird das Gefäß geschliffen und so lange lackiert, bis die Oberfläche völlig glatt ist. Die eigentliche künstlerische Arbeit, das Eingravieren der Muster, beginnt aber erst jetzt. Durch mehrmaliges Auftragen von verschiedenen Farben und erneutes Abschleifen entsteht nun eine vielfarbige Ornamentik. Die Krönung der Kunst bildet die Vergoldung der Gefäße. Diese werden mit einer wasserlöslichen Farbe kunstvoll bemalt und mit Blattgold belegt. Anschließend wird die wasserlösliche Farbe ausgewaschen und die Gegenstände erscheinen in einem kunstvollen Muster. Yeah.